Die Late Night Show heute auf der Buchmesse Con. Das ist sozusagen die Gegenveranstaltung zur Buchmesse, die gemütlichere, wo sich alles zum Thema Fantastik trifft, also Fantasy, Horror, Science Fiction. Und ich habe mir Unterstützung geholt in Form von Tom Finn, seines Zeichens Hamburger Autor, im Fantasy-Genre tätig. Genau. Und jeder DSA-Mensch sollte dich eigentlich kennen, weil bevor du aus der Szene erstmal ein bisschen ausgestiegen bist, hast du noch den Donnersturm in Warung versenkt, richtig? Ja, das ist richtig. Das war das Letzte, was ich gemacht habe von, ich glaube, fast 12 oder 13 Abenteuern, ja, im Laufe der Jahre, richtig. Heute bist du aber, glaube ich, wegen was anderem hier. Magst du kurz erzählen? Ja, ich habe heute meinen im Frühjahr 2013 erscheinenden Roman Der silberne Traum vorgestellt oder daraus gelesen. Das ist das Prequel zu Die Chroniken der Nebelkriege, die ist eine Trilogie, die ich bei Ravensburger geschrieben habe und die jetzt einen vierten Band in mir erhält. Und der, wie gesagt, erscheint nächstes Jahr und ja, ich bin jetzt hier, um den einfach schon mal vorzustellen. Das mache ich also immer gerne, was halt hier auf dem BuCon. Alleine deswegen schon, weil ich schon seit Jahren auch irgendwie eingeladen werde, ich Leute kennen und ich dann gerne auch mal ein paar neue Projekte wie präsentiere. Und wie war das Echo so? Ja, war klasse. Also wir haben ja hier auch mal das Glück, hier sind ja wirklich viele Leseratten, die auch wirklich wegen der Lesung kommen. Das ist anders als auf Cons, wo jetzt auch viele Rollenspieler sind oder Spielefreunde, dann zerstreut sich das so ein bisschen. Aber hier kommt man wirklich was halt wegen der Literatur und das ist für uns Autoren natürlich auch super. Jetzt in meinem gesessenen Fall, es schaut jemand zu, der zufällig deine Bücher noch nicht kennt. Ja. Magst du kurz sagen, an was für ein Leser, was erwartet einen, wenn man deine Chroniken der Nebelkriege aufschlägt? Was für ein Stil ist das? Ja, also die Chroniken der Nebelkriege ist High Fantasy. Das ist All Age, wenn man so will. Also ein richtet sich für Leser und was halt ab 14 aufwärts, aber selbstverständlich auch für Erwachsene. Aber es ist immer klar, Ravensburger, aber ich arbeite natürlich auch für, schreibe auch Erwachsenenromane, die erscheinen dann natürlich in anderen Verlagen. Aber ich habe selbst ein Faible, das halt für All-Age-Literatur, selbst großer Freund von Harry Potter, von Bartimeus und wie die Geschichten halt wie heißen und ja, mag es einfach. Wir sind aber natürlich auch hier, um mal wieder ein paar Comicbände und anderen Kram vorzustellen. Wir haben hier auch schon mal drei liegen, die wir hier dabei haben. Es wird dann auch noch was geben zu Der Fluch des Flussvaters, ein neues DSA-Abenteuer. Aber wir fangen jetzt erstmal hiermit an. Und ich weiß, das ist nicht so deine Baustelle, aber magst du mir mal kurz sagen, was du davon hältst? Oh mein Gott, ich bin ja mit Comics gar nicht richtig sozialisiert worden. Ja, also ich kann sagen, dieser Comic das heißt, wirkt handlich, bunt. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Ich kann ja mal kurz mal so ein bisschen Daumenkino machen. Daumenkino machen, richtig. Ich glaube, dieser Comic wäre nicht ganz so mein Fall. Das ja, ist aber wirklich ein gutes sehr, All-Age-Programm das ist, tatsächlich. Das mag sein. Das halt, ja, geht mir so ein bisschen zu sehr in die Manga-Richtung. Ich bin wahrscheinlich auch mit älteren Comics was halt mehr aufgewachsen. Gottes Willen, ich komme ja aus der Generation Tim und Struppi. So, und, Da ist nichts falsch dran, ich weiß. Der hier, ich habe ja vorab schon mal einen ganz kleinen Blick drauf geworfen. Ja, Gnome, obwohl, ich glaube, Gnome sind es gar nicht. Das sieht eher nach Kindern irgendwie aus, die dort thematisiert werden. Der gefällt mir zumindest halt von den Zeichnungen schon ein bisschen besser. Kann zu der Geschichte natürlich leider überhaupt nichts sagen. Das musst du dann irgendwie übernehmen. Und dann haben wir auch noch den dritten Band. Ja. Da steht Zwerg drauf. Man könnte fast denken, was halt, das sei der Comic, was halt wie zu den Werken von meinem Kollegen Markus Heitz. Aber dem ist gar nicht so. Das ist der Comic, was der mir zumindest vom Optischen was halt am besten gefällt. Ich kann ja auch mal kurz aufschlagen. Vielleicht sieht man auch das halt wie die Grafik. Ich sehe, das ist jetzt eine unglaublich coole Besprechung. Bringt auch sehr viel über den Inhalt. Ich kann noch nicht mal sagen, ob das ein erster Band ist oder ob das eine abgeschlossene Geschichte ist. Aber muss ich sagen, die Illustration gefällt mir sehr gut. Den würde auch ich lesen. Wie eben schon kurz erwähnt, die Buchmesse Con ist eine Convention für fantastische Literatur. Das heißt, hier sind Leute, die gerne lesen, aber natürlich auch eine ganze Reihe Autoren, die das häufig mit einem Besuch auf der Buchmesse verbinden. Es gibt hier auch Konzerte und alles Mögliche, aber das Kernstück der Veranstaltung sind die vielen Lesungen, die hier in einzelnen Räumen stattfinden. Die Veranstaltung ist ein bisschen übersichtlich, aber dafür trifft man hier doch überraschend viel, was Rang und Namen hat in der deutschen Fantasy-Szene. Bevor wir jetzt aber hier auf der Con zu den Comics kommen, schauen wir erstmal rein in den Fluch des Flussvaters, diesmal mit einer Gastrezension von unserem treuen Zuschauer und Mithelfer Peter. Das DSA-Abenteuer Der Fluch des Flussvaters ist bereits zur Redcon erschienen und führt die Helden nach Albernia. Eine Besonderheit, es gibt direkt 2,5 Möglichkeiten, wer die Helden anheuern könnte. Entweder die Reichsverweserin Albernias oder die Hetfrau der Torvaler.
Erstere ersucht die Hilfe der Helden im Kampf gegen eine Seeschlange, die die seit langem verwüstete Unterstadt Havenas terrorisiert. Ein Überbleibsel aus einem anderen Abenteuer. Die Torwalle hingegen suchen die Hilfe der Helden, wenn es darum geht, einen Fluch zu brechen, der seit Ewigkeiten auf ihnen lastet. Nämlich den namensgebenden Fluch des Flussvaters, der es ihnen verbietet, den großen Fluss hinaufzufahren, um dort, wie Häger es immer so schön ausdrückte, einzukaufen. Jedoch laufen beide Missionen schnell zusammen. Die Torwaller brauchen jemanden, der ihnen hilft, mit dem Flussvater zu verhandeln, und auch die Suche nach einem Mittel gegen die Seeschlange führt schon bald in das mystische Traumreich dieser gottähnlichen Wesenheit. Vorher entdecken die Helden im ersten Teil aber noch, dass ein Charybdoroth-Kult in Havena sein Unwesen treibt. Dessen Wirken in Zusammenhang mit der Seeschlange bringt die Stadt in ernste Gefahr. Und auch am Hof des Flussvaters lauern bereits Gefahren auf die Helden, egal welche Mission sie letztendlich hergeführt hat. Vom Flussvater aus läuft alles auf das furiose Finale hinaus. Die Helden müssen eine Seeschlange zur Strecke bringen, einen Kult zerschlagen und eine Stadt retten. Haben sie alles richtig gemacht, ist auch der Fluch der Torwaller aufgehoben und das Plündern und Brandschatzen kann endlich beginnen, denn das Abenteuer endet nicht mit dem Sieg über die Seeschlange. Und da liegt auch der einzige große Kritikpunkt des Abenteuers. Zwar sorgen die Helden für ein Happy End, was dadurch ermöglicht wird, ist aber sicher nicht jedermanns Sache. Eine Kaperfahrt, an der sie teilnehmen können, so sie denn wollen. Das hat bei der Filiasson-Saga schon nicht besonders gut geklappt. Klar, dies ist eine logische Konsequenz aus den Aktionen der Helden, wirkt aber eher wie ein Anhang und vor allem nach dem heftigen Finale nicht wie ein würdiger Ausklang des Abenteuers. Natürlich kann man diesen Teil auch einfach weglassen, daher schmälert er den Gesamteindruck nicht wirklich. Die Texte sind solide geschrieben und sehr gut strukturiert. Jedes der 4 Teilkapitel ist modular aufgebaut und erlaubt den Spielern somit viele Freiheiten. Diesen werden keine Entscheidungen aufgezwungen. Das Geschehen ist abwechslungsreich, das gleiche gilt für die Illustration. Insgesamt sollte der Fluch des Flussvaters für jeden Spielergeschmack etwas bieten, weshalb wir 8 von 10 möglichen Punkten vergeben. Und jetzt mit dem Gemurmel der Bukon im Hintergrund widmen wir uns mal den Bänden, die wir hier dabei haben, um sie vorzustellen. Und wir fangen an mit dem kleinsten, Avatar, der Herr der Elemente. Nicht zu verwechseln mit den blauen Katzen von James Cameron. Das hier war ursprünglich eine Nickelodeon-Zeichentrickserie, eine Fantasy-Serie mit starken chinesischen und grundsätzlich asiatischen Einflüssen, aber in den USA produziert und geschrieben. Ich bin ein sehr großer Fan davon gewesen, weil sie gleichzeitig dramatisch und humorvoll war und weil ich als eigentlich mal angefangener Sinologe, also China-Kundler, darin sehr viel wiederentdeckt habe, was ich in meinem Studium schon gelernt hatte. Die Serie hatte ursprünglich 3 Staffeln, war damit auch abgeschlossen, aber es sind ein paar Fragen am Ende offen geblieben, was die Hintergründe der Hauptcharaktere anging und was mit deren Familien war und was in Zukunft noch geschehen würde. Es gibt eine 2. Serie dazu, die dann 70 Jahre später spielt, die aber diese Fragen größtenteils gar nicht mehr aufnimmt und sich um vollkommen andere Personen dreht. Das heißt, da wurde auch nichts beantwortet. Vielleicht sagt euch der Titel auch etwas, der Herr der Elemente bzw. die Legende von Aang. Es gab nämlich auch einen Kinofilm von M. Night Shyamalan, der meiner Meinung nach aber dem Stoff da echt nichts Gutes getan hat in der Version, wie er es ins Kino gebracht hat. So, jetzt haben sich die ursprünglichen Macher der Serie zusammengesetzt mit einem Comic-Autor, um die Fragen, die eben jetzt offen geblieben sind, doch nochmal zu beantworten in einer Fortsetzung der ersten 3 Staffelserie. Und das ist Avatar, der Herr der Elemente, das Versprechen. Hier ist nur der erste Band, es wird jetzt nächsten Monat auch wieder eingeben und dann geht es durch. Und nach das Versprechen geht es dann noch weiter mit einer 2. Miniserie. Und es läuft ähnlich wie ursprünglich bei der Zeichentrickserie. Das ganze Konzept und die Vorgaben kommen aus den USA, aber die Künstler sind asiatisch. In der Serie hat ein koreanisches Studio gezeichnet. Hier sind es 2 Manga-Künstlerinnen, die sich um die Umsetzung kümmern. Und manchmal ist es mir dabei auch ein bisschen zu Manga-esk geworden, denn für mich ist es ganz klar ursprünglich auch kein Anime gewesen, sondern es ist vom Humor her, von der Erzählstruktur her ganz eindeutig westlich. Erzählt wird aber auch westlich, das ist auch das Wichtigste daran. Und es ist auch schön, sowohl vom Verhalten her als auch vom Aussehen her erkennt man die ganzen Figuren, die man in der Serie liebgewonnen hat, wieder. Und auch der Stil der Welt ist sehr schön eingefangen. Und gerade auch die Action und die coolen Kostüme und die ganzen Kleinigkeiten und die Viecher, die die Serie ausgemacht haben, sind hier genauso drin.
Was mich ein bisschen stört, ist, dass manche Dinge hier zu schnell geschehen und dass die Charaktere manchmal ihre Meinung ein bisschen schnell ändern zu wichtigen Dingen. Da wird sich nicht zu viel Zeit gelassen. Andererseits werden aber die Fragen, die man offen hatte, nicht so wirklich beantwortet. Da müssen wir noch abwarten, wie es weitergeht mit der Serie. Aber erstmal freue ich mich tierisch, dass es überhaupt mehr dazu gibt, weil ich dachte schon, jetzt wäre es erstmal Ende Gelände mit dem Franchise. Und daher gebe ich erstmal erwartungsvolle 8 von 10 möglichen Punkten und hoffe, dass es gut weitergeht. Als nächstes haben wir hier einen großen Splitterband, die Gnome von Troyes bzw. die Gnome von Troyes. Das ist ein Teil des riesigen L'Enfeust oder L'Enfeu-Universums, einer sehr lange laufenden und sehr erfolgreichen und sich über Dutzende von Einzelserien erstreckenden Story aus der Feder des Franzosen Arleston, der eine Art Comic-Superstar ist in unserem Nachbarland. Und da man sehr leicht den Überblick verlieren kann, was es schon alles gibt zu L'Enfeu und wie das zusammenhängt, geben wir euch jetzt mal einen kleinen Einblick in dieses Universum. Nick. Die Gnome von Troyes sind keine wirklichen Gnome. Es geht hier nicht um irgendeine Fantasy-Rasse, die durch die Gegend hüpft, sondern die Gnome sind die Helden aus den ursprünglichen L'Enfeu bzw. L'Enfeust-Comics, nur als Kinder. Sie sind aber zu diesem Zeitpunkt schon genauso schlimm. Und man muss auch dazu sagen, es hält die gute alte Tradition französischer Comics aufrecht, dass viele Leute nackt sind und es auch eine Menge Blut gibt. Da es aber um Kinder geht, ist das Ganze ein bisschen bizarrer als normalerweise, wo schlicht und einfach gehackt und gevögelt wird. Das heißt, es sterben hier sehr viele niedliche kleine Tiere auf grausame Art und Weise. Und die kleinen Jungs in einem nicht ganz bestimmten Alter, aber vielleicht höchstens 10, gucken gerne mal den erwachsenen Frauen des Dorfes unter den Rock oder beim Baden zu. Der Humor ist dabei eher ein bisschen grob infantil. Es geht viel um Furzen, um Dreck und sich auf die Fresse hauen. Ist sicherlich nicht jedermanns Sache und auch nicht so wirklich meine. Es sind auch kurze Comicstrips und keine fortlaufende Geschichte. Es ist wirklich ein Band nur für Fans des L'Enfeust-Universums, die schauen möchten, wie schlimm ihre Helden denn schon waren, als sie noch in winzige Hosen gepasst haben. Ich habe durchaus ein paar Mal lachen müssen, aber insgesamt finde ich es dann doch eher geschmacklos. Ist wirklich nur was für Fans. Ich gebe 6,5 von 10 möglichen Punkten. Jo! Was ist das denn? Das bringen wir doch auch raus, allerdings in einem Jahr. Ja, wir sind uns noch nicht sicher. Ist das ein Plagiat oder schreiben Sie es trotzdem? Das sieht aber gar nicht schlecht aus. Das sind halt nicht meine Zwerge. Wie, Sie haben die Zwerge nicht erfunden? Ich habe die Zwerge nicht erfunden. Die Zwerge gibt es schon sehr lange. In Mythos und Legenden, von nordischen Sagen bis sonst wohin. Jetzt bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Aber, warum? Die Unterschrift kriege ich trotzdem nicht. Na, aber selbstverständlich. Ja, wohin? Vorne rein, für Heinz bitte. Für wen? Für Heinz. Wie NZ? NZ am Ende, genau. Ja, ich glaube, achso. Ja, genau. Aber Verwechslungsgefahr besteht dann hoffentlich trotzdem nicht, weil es ist auch Splitter Verlag und das eine heißt Zwerg und das andere heißt Zwerge. Nein, es besteht gar keine Verwechslungsgefahr. Wir hatten nämlich heute gerade ein Panel auf der Buchmesse in Frankfurt, wo wir meine Zwerge vorgestellt haben. Sieht ganz anders aus. Nächstes Jahr wird der erste Band fertig sein. Es wird 4 Bände geben. Ganz anderes Outfit, ganz anderes Design. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir uns mit den Zwergen auch erst vor einem Jahr oder so beschäftigt haben. Also
Vermutlich wussten die dann noch gar nicht, dass meine Zwerge auch noch zu später kommen. Ich vermute es einfach. Ansonsten doch schön. Gibt ja auch mehr als ein Elfenbuch. Ja, mehr Zwerge für alle. Richtig. Und so ist Heinz jetzt zu der etwas seltsamen Ehre gekommen, einen Zwergenband zu besitzen mit Markus Heitz Signatur, der aber überhaupt nichts mit Markus Heitz zu tun hat. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen, diese Zwerge hier, das ist eine Mischung aus Game of Thrones mit sehr kleinen Leuten, also nur sehr kleinen Leuten, und ein bisschen Prinzessin Mononoke. Der Zeichenstil ist klassisch und sehr hübsch dabei und vor allen Dingen wieder hervorragend koloriert. Hat also sehr stimmungsvolle Farben von den Tages- und den Nachtstimmungen her. Und die Geschichte hat sehr viele klassische Elemente. Es gibt einen nicht so netten Herrscher, der alle verfolgen lässt, die ein seltsames Geburtsmal haben, weil es eine Prophezeiung gibt. Und es gibt Fantasy-Rassen. Und es gibt aber auch sprechende Tiere und Magie und dergleichen. Daher kommt der Prinzessin Mononoke-Teil aus meiner Kurzzusammenfassung. Aber was mir daran so gut gefällt, ist, dass das Ganze ernst genommen wird. Diese Welt wirkt irgendwie real. Sie wirkt so, als könnte sie wirklich existieren. Die religiösen Themen, die hier drin sind, was die Zwerge glauben und die Prophezeiungen, die es gibt, die wirken nicht irgendwie einfach nur so handgewählt, sondern so, als wäre da, hätte sich wirklich jemand lange hingesetzt und versucht, die Historie und die ganze Bedeutung dessen aufzuschlüsseln. Und wie Stück für Stück diese Erzählung aufgearbeitet wird, das gefällt mir auch, weil ich möchte nicht immer sofort alles direkt ins Gesicht gehauen bekommen, sondern auch ein bisschen mehr über die Welt erfahren, je weiter ich blättere. Es ist wieder ein Comic französischen Ursprungs und dementsprechend können wir fast schon garantiert mit Brüsten und mit Blut rechnen, ist auch drin. Denn es gibt hier eine Fantasy-Rasse, die Sylven, eine Mischung aus Sylphen und Waldgeistern, die zwar Flügelchen auf dem Rücken haben, aber alles andere als niedlich sind und alle eine ordentliche Oberweite aufweisen. Es gibt Krieg zwischen diesen und den Zwergen. Es gibt aber auch Zwerge, die anderen politischen Fraktionen angehören als der in Anführungsstrichen Bösen. Und die Hauptfigur, ein zwergischer Jungschmied, der irgendwo zwischen unbedarft und sehr ernst daherkommt, hat mir bisher auch sehr gut gefallen. Also ein sehr vielversprechender Start für eine ein bisschen andere Fantasy-Serie, die von mir auch schöne 8,5 von 10 möglichen Punkten kriegt. Und wir behalten das mal im Auge, was es da noch so weiteres gibt in den folgenden Bänden. Yeah.